Hallo und herzlich willkommen von der Karnevalskirmes in Bottrop. Wir sitzen schon im Breakdance von Bonna. Denn die einzige Karnevalskirmes mit Breakdance dieses Jahr geht jetzt gleich los. Starten wir direkt mal, ne? Der meinte gestern, jetzt gibt es die Seiten auf Kontostand, Bruder. Hat er gesagt, mein Bruder, nein. Ist ein Blockout drin, muss ich mal zeigen, Bruder. Ja, gestern waren wir noch in Dortmund und heute sind wir in Bottrop auf der Karnevalskirmes. Hier ist ein bisschen mehr los, ne? Auf jeden Fall. Und die Stimmung ist auch noch mal ein bisschen besser. Also gerade habt ihr, glaube ich, gesehen im Video beim Breakdance. Das war schon ganz geil. Absolut. In Dortmund fehlt der Breakdance dieses Jahr und da war die Stimmung so lala gestern. Ne? Also bis auf Voodoo-Jumper war es mehr so, Voodoo-Jumper war mega geil. Ja. Der Rest war halt... Bei Project One hat auch ein bisschen Stimmung gemacht, ne? Ja, nicht viel los. Absolut. Zur Beschickung in diesem Jahr hier. Bottrop ist cool, Leute. Ja, das, was sie sagt. Also nochmal ganz kurz zu der Beschickung an sich. Wir haben Breakdance hier unten auf dem Platz am Bahnhof. Der ist in diesem Jahr auch wieder bebaut worden. Da steht auch die Achterbahn Crazy Jungle, Kinderachterbahn. Und der Autoscooter ist auch Standard. Und dann geht es halt eben die Straße hoch, die wir gleich lang gehen. Da stehen der Extreme, Musik Express. Und es steht tatsächlich in diesem Jahr hier auch ein Voodoo-Jumper aus den Niederlanden. Ich weiß den Namen gerade nicht auswendig. Und der bildet so den Abschluss des Platzes. Ist ganz gut aufgeteilt eigentlich. Ja, ne? Aus, ja. Ja, absolut. Wir holen uns jetzt gleich erst so was zu essen, haben ja schon Breakdance hinter uns und dann schauen wir mal, was wir dann als nächstes machen. Ne? Ihr Lieben, habe ich schon erwähnt, dass heute Feuerwerk ist um 21 Uhr. Also es ist sehr windig, aber wir hoffen immer noch, dass es stattfindet. Ist schon weniger geworden. Ja, also jetzt gerade geht es halt echt voll. Um 21 Uhr ist das geplant, irgendwo hier, wir wissen gar nicht genau wo. Aber das ist eigentlich so das Highlight zum Abschluss des Tages eigentlich. Ne? Wäre ein mega Saisonauftakt, wenn wir jetzt tatsächlich Dortmund hätten, Bottrop hätten und dann auch noch ein Feuerwerk. Mega. Wir kümmern uns erstmal was zu essen, fahren noch ein bisschen und dann schauen wir mal, ob das Feuerwerk stattfindet. Hello again, Leute. Wie immer Essenszeit. Ich bin nicht mehr so ein Fan davon, immer nur Currywurst, Pommes und sowas. Deswegen habe ich jetzt beim Fischhaus Lichte, sollte euch vielleicht auch ein Begriff sein, einen Backfisch gegessen. 7,50 € die Soße, macht 7,50 €. Ich finde, das ist ein stolzer Preis. Aber ich probiere das jetzt mal und dann kriege ich gleich ein Fazit, ob es geschmeckt hat oder nicht. Ne, war lecker. Hat sich gelohnt. Kann ich nur empfehlen. 7,50 €, aber war echt gut. Und besser als immer nur Pommes, Cheeseburger und Currywurst. Ihr kennt das ja, ich brauche das nicht erzählen. Wir sind auch ein bisschen kulinarisch unterwegs und mit mir meine ich eigentlich, da steht Celine. Ich hatte Champignons. Aber heute übernehme ich das mal genau. Sie hatte Champignons, aber das Fisch war sehr gut. Spruch des Tages. Höchstes Fahrgeschäft hier dieses Jahr, der Extreme. Im KMG Speed 42 Meter hoch, 42 Meter über Kopf, über Bottrop. Hätten wir eigentlich Lust drauf, aber... 7 Euro und die Schlange ist echt lang. Also ich sag mal so, 6 € bezahle ich für so ein Ding noch. Aber wenn man bedenkt, dass der Infinity auf der Rheinkirmes letztes Jahr 7,50 € genommen hat. Ah, Leute, da bin ich endlich raus, oder? Ja. Ja, naja. Leute, wir stehen jetzt vorm Dance-Jumper. Das ist quasi der holländische Voodoo-Jumper. Bildet ihr quasi den Abschluss, man landet im langen Gang hier. Wir steigen jetzt mal ein. Ich glaube, 4,50 € hat das Ganze gekostet. Und testen das mal. Ich bin gespannt, ob es besser ist als der Voodoo-Jumper oder schlechter. Wir haben jetzt den direkten Vergleich, weil wir gestern schon den Voodoo-Jumper gefahren sind. Was sind das für Bügel? Mach mal nochmal, mach nochmal. Leute, was ist das? Oh je. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Eieiei. Ey, die
beim Volo-Jumper nicht geschafft. Eine Drehung komplett. In oben, Leute. Scheiße. Oh Gott. Was war das denn? Leute, wir kommen aus dem Dance Jumper. Was ist das überhaupt? Das ist quasi wie der Voodoo Jumper aus den Niederlanden. Genau, niederländischer Schausteller. Ja. Wir sind gestern den Voodoo Jumper gefahren. Wie fandst du das Ding im Vergleich? Auch mega, super, wie intensiver hat das Gefühl von den Drehungen her. Ja. Also hat mega Spaß gemacht. Vor allem die Bügel sind halt nicht ganz fest, die haben ein bisschen Spielraum. Das ist bei den Drehungen halt ganz geil, wenn man drauf gegriffen wird. Wir haben uns echt teilweise nochmal komplett rumgerät zweimal. Das schafft man bei Voodoo Jumper halt nicht, oder ich hab's zumindest noch nie geschafft. Ja. Und das war halt voll extrem, weil du dann zwei, dreimal dich gedreht hast. Richtig cool und auch nur 4,50 Euro. Der Voodoo Jumper hat 5 Euro genommen. Genau. Ja, also richtig cool. Feuer hatte auch ein bisschen. Aber Stimmung, Party, Licht und so. Voodoo Jumper eindeutig besser. Ja, super Stimmung von der Rekrut-Voodoo-Jumper-Website. Ja. Absolut. Mega Teil auch. Hat echt Spaß gemacht. So, ihr Lieben, im Großen und Ganzen ist die Kirmes in zwei verschiedene Plätze aufgeteilt. Ich stehe gerade auf dem unten, der befindet sich hinter dem Bahnhof. Hier standardgemäß der Autoscooter wieder da. Dann haben wir hier hinten im Hintergrund Crazy Jungle, also sogar eine Achterbahn mit dabei. Finde ich sehr, sehr cool tatsächlich. Und direkt gegenüber steht der Breakdance. Also da hinten ist mega Party. Ich finde das immer krass, was ein Breakdance einfach ausmacht. Im Gegensatz zu anderen Fahrgeschäften. Also gestern der Hawaii Swing in Dortmund zum Beispiel. Da war halt nichts los und der Breakdance ist proppevoll, der fährt voll. Richtig geile Stimmung. Und ihr könnt quasi durch den Bahnhof hier hinten durchgehen. Und dann kommt ihr oben auf die Osterfelder Straße. Und da stehen dann so Sachen wie Extreme, dieser 42 Meter hohe Propeller. Und dann auch der, wie heißt der, Dance Jumper, glaube ich. Ne? Also dieser Voodoo Jumper aus den Niederlanden. Die Time Factory steht da auch. Und da oben findet gleich auch das Feuerwerk statt. Deswegen bewegen wir uns da mal hin und hoffen, dass es stattfindet. Ich habe noch nichts gehört, dass es nicht stattfinden soll. Schauen wir gleich mal. Da will man Essen zeigen, aber die echte Expertin ist einfach schon fertig. Ich habe hier gerade an dem Stand hier Schoko-Erdbeeren gekauft. Für 3,50. Leute, habt ihr schon mal Schoko-Erdbeeren für 3,50 in den letzten zwei Jahren gesehen? Mega, mega gut. Auch super, super nett. Also wenn ihr diesen Laden seht, schaut gerne mal vorbei. Ich genieße die Erdbeeren jetzt. Warum bist du schon fertig? Du bist eigentlich fürs Essen vloggen. Ich habe schon viel länger mein Essen. Viel länger? Wir reden von anderthalb Minuten, Leute. Rekordverdächtig hier. Feuerwerk geguckt. 10 Minuten haben die alles Mögliche, was sie hatten, in die Luft geschossen. Das war der absolute Hammer! Das war richtig, richtig gut, oder? Mega schön. Schön, ne? Voll cool. Ich habe euch ein bisschen was reingeschnitten. Perfekter Abschluss zu dem Tag, oder? Auf jeden Fall. Richtig, richtig. Weil es sehr schön hier ist. So, ihr Lieben, Feuerwerk haben wir hinter uns gebracht. War richtig, richtig geil. Ja, war mega schön. Und generell die ganze Kirmes war ganz schön. Ja, also gestern in Dortmund war mehr so warm machen, ne? Jetzt hat eine kleine Kirmes, es steht nicht viel, man kann nicht viel, aber man hat nicht viel Essensauswahl. Ja. Es ist halt nicht mehr so wie früher. Ja, leider in diesem Jahr echt klein ausgefallen. Aber das hier heute war richtig, richtig cool. Mega Stimmung, mega Feuerwerk. Und es war auch gut was los tatsächlich. Ist auch Freitagabend richtig cool. Also ich bin angekommen in der Saison 23, oder? Ja, auf jeden Fall. Mach mega. Bock auf mehr. Absolut, ja. Bock auf mehr heißt für uns, nächste Woche ist St. Petri-Markt in Versmold. Die nächste Kirmes, die ansteht. Und dann geht es auch schon los mit dem Frühjahrscent in Münster und so weiter. Richtig kranke Sachen dabei dieses Jahr. Wenn euch das Video gefallen, dann lasst da gerne... Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin.